So, das ist erledigt, das ist erledigt, das ist erledigt. Ich glaube, dann können wir anfangen. Gut. Einen wunderschönen guten Hallo und willkommen zurück zu Minecraft The Bloxa Games. Ja, eine neue Runde Minecraft Vanilla ungemoddet. Und ja, gut. Wir haben ja das letzte Mal. Moment, hier. Er hat einen Screenshot gemacht. Ja, super. Nee, habe ich eigentlich nicht, aber egal. Es regnet. Toll. Naja, gut, das ist eigentlich im Prinzip das. Na, gehst du zu? Ja, danke. Wir hatten ja das letzte Mal da hinten angefangen, das Gebäude da aufzubauen. Aber bevor wir da hingehen, möchte ich mit euch nochmal ganz kurz reden. Na, aber nur kurz. Also, das dauert nicht lange. Es ist ein Thema, was mir sehr auf dem Herzen liegt. Und zwar geht es eben darum, dass der Erzengel Gabriel ein bisschen, ja, wie soll ich denn jetzt sagen? Er hat einen Kommentar geschrieben. Ich habe ja geschrieben, so von we ich habe ja gefragt, von wegen, ob ihr irgendwelche Themen für mich habt. Und da hat er dann geschrieben, ja, du könntest ja mal das Thema anschneiden, was du von Leuten hältst, die, wie hat er geschrieben? Die ihre Versprechen nicht einhalten. Genau. So. Hintergrund des Ganzen ist eigentlich das Projekt VLT. Habt ihr ja auch schon lange nichts mehr auf meinem Kanal gesehen, was mir auch persönlich ein bisschen leid tut. Und ja, es ist aber eben aus Zeitmangel. Und das habe ich auch im Erzengel Gabriel wie oft gesagt und dass es mir leid tut. Und ich habe halt auch noch na, wie sagt man, privates Leben, Real Life, so rum. Neben Minecraft und im Moment auch noch City Skylines und Regrowth und hast du nicht gesehen? Also ich glaube, das sind im Moment die drei Projekte, die bei mir am regelmäßigsten kommen. Mission Alternate ist halt auch noch so eine Sache. Ja gut, da fehlt mir ehrlich gesagt die Motivation. Drei Folgen sind jetzt rausgekommen, weil der Amiga Link da auch endlich mal wieder Zeit hatte. Und wir wollten eben zusammen mal ins End gehen. Ja, aber nochmal zurück zum Erzengel Gabriel zu kommen. Ich fand es richtig arschig von ihm, dass er mir das jedes Mal wieder vorgeworfen hat. Und habe ihm das dann auch in so einer Hangouts-Nachricht gesagt. Ja. Und erst habe ich ihn gefragt, so von wegen, jawohl, nee, komm, das wird zu privat. Das wird zu privat. Das muss jetzt auch nicht sein. Auf jeden Fall gab es dann auch einen riesengroßen Flame-Angriff auf ihn. Was ich ehrlich gesagt auch berechtigt fand. Und ja. Ich bin eigentlich ein Mensch, der die Harmonie sucht, ja? Also wirklich, wenn mir irgendwas gegen den Strich geht oder wenn es irgendwo richtig Reibereien gibt, dann fühle ich mich nicht gut. Das schlägt mir dann auch teilweise sogar auf die Verdauung, wo ich dann, naja, gut, lass mal das. Also ich fühle mich dann einfach nicht gut, ne? Und die ganze Sache mit dem Erzengel Gabriel, die, ja gut, hat mich schon ein paar Nerven gekostet, sagen wir es mal so. Teilweise ist es ein netter, lieber Mensch. Keine Frage, aber ab und zu schlägt er einfach über die Stränge, wo ich mir dann sage, es muss nicht sein. Ne? Wer jetzt anderer Meinung ist, darf das gerne sein. Das ist meine Meinung. Ich möchte es euch bloß nochmal mitteilen. Ihr könnt mir natürlich auch eure Meinung noch unter dem Video schreiben. Und was ihr von der ganzen Sache haltet, okay, klar, ihr kennt jetzt nur meine Seite. Und das ist logisch, ne? Um ein richtiges Urteil zu fällen, müsstet ihr beide Seiten kennen. Trivolo kennt beide Seiten. Er hat auch schon mit dem Erzengel Gabriel zusammengearbeitet. Und ja, also denke ich, wenn er dann schon ich sage jetzt mal, ja, flamed, wenn er schon flamed, ja, also dann hat es schon Hand und Fuß, finde ich. So, aber jetzt genug davon. Ich glaube, wir können uns mittlerweile sogar hinlegen. Ja, gut, dann hört auch der Regen auf. Sehr schön. Ich habe zwischendrin noch ein bisschen weiter an der Welt rumgebastelt. Ganz speziell an dem Tunnel zum Ende hin. Oh, hallo. So, der ist jetzt auch Geschichte. Sehr schön. So, ganz speziell. Oh je, oh je, oh je. So. Mein Gott, ich müsste hier besser mal ausleuchten. Oder einfach mal hier das Gebäude fertig machen. Wäre vielleicht auch nicht schlecht. Das könnt ihr hier sehen. Ja, hallo. Mein Gott, wo stehen die überall? Weißt du, hier sind Fackeln und trotzdem stehen sie unter den Bäumen. Na, naja, egal.
Da komme ich gleich drauf dazu. Es geht jetzt bloß erstmal um den Tunnel. Den Tunnel habe ich jetzt teilweise schon fertig. Da habe ich jetzt zum Beispiel wieder mal zugemacht. Da kommt ja sowieso demnächst noch Erde hin, genauso wie da. Hier habe ich mittlerweile den ganzen Clay rausgeholt und habe den durch Sand oder Erde ersetzt. Eins von beiden, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Und was habe ich noch gemacht? Da hinten ist noch ein Creeper. Den möchte ich nicht hier haben. Nein! Oh, komm. Hallo, Maus. Danke. Na! Also, geht doch. Ja. Also, den Tunnel habe ich jetzt ein bisschen fertig gebaut. Der ist richtig lang. Der ist richtig lang. Ich habe euch vielleicht mal den Knick gezeigt, der nach unten geht, ne? Also, bis knapp davor bin ich jetzt. Und hier habe ich jetzt mal angefangen, einen Weg hierher zu basteln. Ich mache das ja gerne so, dass ich unter den Kiesweg... Hoppla. Entschuldigung, das war keine Absicht. Oh, warte mal. Du bist irgendwie angeschlagen, ne? So, lassen wir das mal. Dass ich unter den Kiesweg ein bisschen Cobblestone mache. Und ich habe jetzt halt nur den Cobblestone gelegt, damit ihr eben auch mal seht, was ich da jetzt noch gemacht habe. Wir könnten eigentlich mal auch ganz kurz zum Tunnel gehen, obwohl... Na, mache ich vielleicht zum Ende mal hin. Hundi? Sitz. Danke. So, wir werden uns jetzt erstmal noch ein bisschen Zeug packen und, ja, dann hier weitermachen. So, warte mal, das brauche ich. Glatten brauche ich, dann brauche ich noch ein paar... Oh, Stufen werden ganz knapp. Was ist das? Gemeißelter. Okay, ne, den brauche ich jetzt nicht. Dann eine Workbank. Vielleicht noch eine Chest. Ja, komm, nehmen wir mal noch eine Chest mit. Noch irgendwas. Das sind die Fackeln, genau. Nehme ich mal ein paar Fackeln mit. Aber den Rest tue ich jetzt erstmal weg. Da hinten. Ja, genau. Hier die ganzen Frames habe ich jetzt noch komplettiert. Ich bin mal auf die Suche gegangen nach ein paar Schafen, wollte ich schon sagen. Na, eigentlich Schweine. Nee, Kühe. So, jetzt haben wir es. Nach ein paar Kühen. Die habe ich in dieser Richtung gefunden. Und ich habe... Moment, ich zeig's einfach mal. Ich habe ein paar Kühe geschlachtet. Und ja, dementsprechend ist auch hier ein bisschen viel Rindfleisch. Und hier, seht ihr das? Genug Leder. Also das Leder reicht jetzt erst einmal für ein paar Tage. Für ein paar Minecraft-Tage natürlich. Für mehr auch nicht. So, und ja, den Weg, den mache ich dann irgendwann mal fertig. Da will ich nämlich auch noch ein paar Lampen drumherum setzen und eventuell schon vorbereiten, dass die mit einem Tag-Nacht-Sensor dann angeschlossen werden können. So, wir machen jetzt hier erstmal noch mit dem Grundriss weiter. Und ich habe mir sogar noch die Screenshots gemacht. So, warte mal. Da bist du. Da. Gut. So, jetzt hier. Ist hier eine Lücke. Da ist es. Dann muss ich ein Bild weitergehen. Nee, das war das Falsche. Darum. Nee. Na, okay, gut, so kann man es vielleicht lassen. Gemeißelter war das. Nee, glatter Sandstein, so rum. Sonne ist okay. Bleh. Dann geht's hier weiter. Und zwar mit 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, jetzt nochmal Bild wechseln. Nein, falsche Richtung. Mensch. So, und dann... Ja, das sind 5, genau. 1, 2 und 3. Und hier vorne dran noch einer. Dann... warte mal, da weg. Das dahin. Dann da 2. Mann. Nee, da keine 2 hin, da nur einer. Und das da. Also das ist jetzt nur das erste Mal halt, dass man hier jetzt Grundriss ziehen muss. So. 1, 2, 3. Den da hin, den da hin. Dann hier ein glatter, hier 3 glatte. Und hier noch so einen hin, ne? Ja, das passt. Und dann müsste es eigentlich auch mit da drüben passen. So, was habe ich denn da jetzt gemacht? Ich muss mir das nochmal angucken. So, einen Abstand, okay. Aber lauf. So, dann hier einen hin. Das muss ich nochmal gucken. Ich habe es schon wieder vergessen. Ah, okay.
Da und dann 1, 2, 3, 4, 5. Ja, passt doch. Super. Jetzt können wir uns das mal von oben angucken. Na. Achso, ich hab, ja, genau. Ich habe zwei Spitzhacken im Inventar, weil ich noch ein bisschen minern war. Das eine ist die Behutsamkeit und das andere die Glück. Ja, das sieht doch gut aus, ne? Ich glaube, jetzt kann man auch eher erahnen, was es werden soll, oder?